Rohstoffe sind die Grundlage aller Dinge, die wir täglich benutzen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Haus gebaut werden soll, benötigt man dafür Ziegel, Zement und auch Glas, kurz gesagt mineralische Baustoffe. Hier kommt die Gesteinshüttenkunde ins Spiel. Sie ist die Verknüpfung zwischen dem Rohstoff und dem Werkstoff. Am Lehrstuhl für Gesteinshüttenkunde der Montanuniversität Leoben wird dazu intensiv geforscht. Die Gesteinshüttenkunde umfasst einen sehr weiten Themenbereich. Die großen Teile sind eben Glas, Keramik, feuerfeste Produkte und Bindemittel mit den zugehörigen Baustoffen. Wir beschäftigen uns hier im Wesentlichen mit dem Aufbau, den Eigenschaften, der Herstellung und der Anwendung dieser Produkte. Nehmen wir die Stahlproduktion als Beispiel. Die Auskleidungen der Öfen in einem Stahlwerk sind aus feuerfesten Produkten gefertigt. Die hier verwendeten Steine müssen hohen Anforderungen genügen. Hier ist eben wichtig, dass sie der Temperatur standhalten, aber sie dürfen auch keine Reaktion mit den Reaktionsschmelzen zeigen. Die Interaktion zwischen den Reaktionsschmelzen und dem Feuerfestmaterial bestimmen dann letztendlich die Lebensdauer dieser Steine. Die Lebensdauer reicht eben von wenigen Chargen bis hin zu mehreren Jahren. Auch bei unserem täglichen Begleiter, dem Handy, kommt ein Produkt aus der Gesteinshüttenindustrie zum Einsatz: Glas. Das Display besteht eben aus Flachglas. Und Flachglas wird im Rahmen der Glasindustrie aus den Rohstoffen Quarz, Soda, Kalk und anderen Zusatzstoffen hergestellt. Diese werden fein vermahlen, dann homogenisiert und in die Glaswanne aufgegeben, wo sie dann eben bei hohen Temperaturen aufgeschmolzen werden. Anschließend erfolgt eben ein Ziehen oder die Herstellung von Floatglas und danach werden die entsprechenden Formate zugeschnitten. Eine weitere wichtige Säule der Gesteinshüttenkunde bildet die Keramik, die morgendliche Tasse Kaffee, Ziegel für Häuser, medizinische Anwendungen wie etwa Ersatz für Knochen oder Zähne oder aber auch Sanitärprodukte. Ohne keramische Erzeugnisse wäre unser Leben kaum, was es ist. Auch ohne mineralische Bindemittel ist unser Dasein undenkbar. Hierzu zählen Zemente, Baukalke und Gipsbindemittel. Diese Produkte sind für Bauvorhaben aller Arten unerlässlich. Je nach Verwendung werden eben unterschiedliche Zusätze, Gesteinskörnungen, Zusatzstoffe hinzugesetzt, um eben eine entsprechende Anwendung zu ermöglichen. Hier spielt vor allem auch die Herstellung von Hochleistungsbeton eine große Rolle. Dazu müssen bestimmte Zementsorten, geeignete Gesteinskörnungen und eine richtige Rezeptur ausgewählt werden, damit eben die Anforderungen an so einen hochbeanspruchten Beton möglich sind. Die Forschungsarbeit am Lehrstuhl für Gesteinshüttenkunde der Montanuniversität Leoben wird auch in Zukunft auf fruchtbaren Boden stoßen, denn die Gesteinshüttenkunde spielt im täglichen Leben eine wichtige Rolle. Das hat die Häuser, in denen wir leben, bestehen aus Ziegeln, Putzen. Das Häferl, aus denen wir den Kaffee trinken, ist Feinkeramik, das heißt ein Produkt der Gesteinshüttenindustrie. Das Auto, in das wir steigen, besteht im Wesentlichen aus Stahl, der nur hergestellt werden kann, weil es Produkte der Feuerfestindustrie gibt. Die Straßen, auf denen wir uns fortbewegen, ist ebenfalls ein Produkt der Gesteinshüttenindustrie. Wir sehen also, dass die Gesteinshüttenindustrie aus unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken ist.